Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Dragon Age. Ich bin jetzt etwas am Ausprobieren. Wenn ich jetzt nicht mehr so viel rede, nicht wundern. Oh, wir sollten dringend. Sobald das mit dem Thron geregelt ist, treiben wir sie in ihre ekelhaften Brutstätten zurück. So, jetzt kommt. Ach, noch mehr dieser Teufel! Betrachtet es als erledigt. Oh. Guter Wurf. Wir müssen jetzt hier auch passen. Du machst 5 ungefähr so. Ich muss bloß ein bisschen auf die Leben jetzt achten, weil. So. Fuck, ja. Das könnte jetzt halt unser Tod sein. Das könnte jetzt halt richtig unser Tod sein. Ich glaube, das wird er auch. Geht ihr mal ein bisschen zurück? Dann gehen wir mal ganz taktisch auf diesen Hörlock. Fokussieren jetzt auch noch einen anderen raus. Fuck. Ja, das wird uns jetzt das Genick brechen wahrscheinlich. Machen wir das hier. Los.
einer der Schatten ist down. Der Hörlock-Alpha muss weg. Und zwar dringend. Und wir sind gleich tot. Das kann man nicht gebrauchen. So, jetzt bitte steh auf. Steh auf, go, go. Ja, sehr gut. Jetzt können wir ein bisschen Leben regenerieren, als auch Mana. Nehmen wir mal den ganzen Glatteratsch mit. Ich werde jetzt halt auch öfter speichern. Ich weiß nicht, an was es liegt. Jedenfalls im Livestream hat es nicht funktioniert, das Spiel. Ich werde jetzt halt nochmal speichern, weil ich bin jetzt halt in der Dragon Age recht paranoid geworden, was Speichern angeht. So wie in Spellforce. Position halten. Die Gruppe geht mir jetzt zurück. Und auf diesen Oger. Diese Gruppe hier. Uns. Sei bloß vorsichtig! Achtung! Immer auf den. Es wird sterben. Wir haben eigentlich fast alle kein Leben mehr. Das trifft sich sogar gut. Freies Bewegen. So. Jetzt können wir hier nochmal ein bisschen looten. Weil das war nämlich der schlimmste Teil. Und jetzt können wir nochmal speichern. Nun, grauer Wächter, ich muss euch Respekt zollen. Ihr habt eine Schneise in die Brut geschlagen. Vernunft habt ihr noch nicht angenommen, aber kämpfen könnt ihr. Erzählt mir mehr über die Legion der Toten. Ihr wollt wissen, wie euer Leben aussähe, wenn ihr in Orsama geblieben wärt? Denn kaum einer der Euren hätte euch noch geduldet. Wir akzeptieren jeden und werden schon im Vorhinein als Helden verehrt, die einen ruhmreichen Tod in der Schlacht sterben werden. Sogar Mörder. Die Legion kennt solche Worte gut. So spricht der Rekrut, der noch auf eine Rückkehr zu einer ehrbaren Kaste hofft. Wenn sie sich nicht fangen und ihr Schicksal akzeptieren, landen sie ganz schnell zurück im Stein. Ich sollte euch mehr um die Verderbnis sorgen.
gewissen Staubfresser, was Respekt ist? Nie gesehen, und wenn es ihn gibt, geht er mich nichts an. Aber wer nach Paragon sucht, kann auch nach dem Amboss suchen. Oder nach unerschöpflichen Lyriumadern. Warum? Die anderen Königreiche kümmern sich nur um die dunkle Brut, wenn sie im Licht auftaucht. Aber wir hier bekämpfen sie ständig, unaufhörlich. Ihr habt hier gelebt und wisst das. Verderbnisse sind so selten, weil wir die dunkle Brut halbwegs unter Kontrolle halten. Ein Angriff auf der Oberfläche macht uns das Leben leichter. Wenn die Zeit kommt, soll mir einer einen guten Zwergengrund nennen. Der Rest ist mir egal. Sagt Bescheid, wenn ihr einen Paragon findet. Das ist genauso wahrscheinlich, wie ein Dutzend zu finden. Und Wächter, gebt auf euch Acht. Betrunkene sind schlechte Kampfgefährten. Auf was er wohl anspricht. Hm. So, jetzt muss ich bloß herausfinden, wo wir hingehen müssen. Oh, ist das gut, wieder Dragon Age spielen zu können. Ich fand es halt so witzig, im Livestream habe ich mich schon gewundert, warum ich kein Dragon Age spielen kann. Es hat alles funktioniert. Es kann daran liegen, dass irgendwie Dragon Age das nicht mag, dass so viel auf einmal dann geschieht, deswegen Livestream und Aufnahme, weil ich habe auch in der Aufnahme mal normal ein bisschen gespielt. Ist es abgestürzt oder auf Dabe hat es dann funktioniert. Keine Ahnung, was das liegt. Aber die Grafikfehler, ich hoffe, die sind jetzt komplett verschwunden. Und wenn die jetzt halt wirklich weg sind, kein Absturz. Gut. Dann kann ich euch im nächsten Part oder nächsten beiden erklären, warum. Zurück. Wir müssen denen nicht unbedingt gleich hinterher rennen, weil wenn wir denen hinterher rennen, ist so 1000% immer eine Falle. Darum gehen wir einfach mal gemütlich und langsam vor. Du hast Felswerfen ready. Wie gesagt, hinterherlaufen ist dabei nicht das Sinnvollste. Konzentriert euch erst einmal auf die hier und auf diesen Bronto. Fünf? Ja. Oh nö, was machst du? Ich hab doch da drauf geklickt. So. Kannst du bitte unseren kleinen Golem mal heilen? Sehr schön. Und nicht sterben. Sterben ganz übelst verboten. So.
Gesandte. Von wegen, wir haben doch so viel Platz im Inventory. Inventar. Wir sollten mal ein paar Salben ausprobieren. Formari-Buch. Die Formari sind für ihr bedingungsloses und sehr hingebungsvolles Streben nach Wissen bekannt. Dieses Handbuch ist einer der bekanntesten Texte der Formari und vermittelt verschiedenste Erkenntnisse über Fähigkeiten und Wissen. Typ Sonstiges. Und schon. Okay. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob ihr das in der Aufnahme auch gesehen habt. Ein Bogen. Oh, der sieht ja cool aus. Die Schneide. Ich könnte mal einen richtig guten Händler gebrauchen, wo wir einfach hingehen können und Sachen. Das ist ein Schild und zwar nicht ein schlechtes. Du mal den dahin. Du kriegst mal alle Attribute. Machen wir mal Feuer und... Ah, okay, das ist... eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das hier mal... Amulett, Gesundheitsregeneration bei mir, Kunden, plus Rüstung, eine Naturresistenz, 15% Naturresistenz. Hier machen wir Feuerresistenz und so weiter auf ihn. Ja, momentan können wir ihn eh nicht mehr... Helm der Tiefe, Stahl. Wieso nicht? Ogryn hat eigentlich schon eine sehr gute Waffe. Okay, wir brauchen aber viel, viel mehr Inventory-Platz. Gehen wir mal weiter. Was brauchen wir? Auf was wollte ich irgendwas Bestimmtes skillen? Das war Aura des Schmerzen. Okay. Ist diese Modus aktiv, stellt der Plünderer eine Aura körperliche Schmerzen aus, wodurch er ebenso wie alle Gegner in seiner Nähe kontinuierlich
Geistschaden erleidet. Hm, klingt irgendwie cool, aber auch irgendwie nicht so cool. Gesundheit und Widerstandsfähigkeit. Wir gehen mal hier voll rein. Ich glaube, ich wollte auch irgendwas auf Stärke machen. Berserker. Ich mache einen Templer. So, und dann würde ich fast sagen, mach mal bei ihm wahrscheinlich ein bisschen Alchemie. Templer, warum das? Wegen gegnerischen Magier, weil die Dunkle Brut hat ja Magier. Und Berserker, ich finde die jetzt halt bei den zwei Waffen, wo wir haben, nicht ganz so praktisch. Templer sind Vollstrecker, die zur Kontrolle von Magiern und Vernichtung der Abscheulichkeiten auserwählt wurden. Jeder Nahkampfangriff eines Templers gegen ein Magierwesen entzieht diesen Mana. Das ist sehr praktisch. Aber ich glaube, ich werde den hier jetzt halt mal machen. Und kurz mal speichern.